Oh mein Gott, endlich! Der erste Geheimraum, den wir gefunden haben. Gucken, ob sich das jetzt lohnt. Ein Zauberstab. Goal. Also nicht wirklich, aber oh mein Gott. Nebelwand voraus. Nebelwand? Ich meine, ja. Geheimwand voraus. Schwächetruhe. Okay, cool. Cool. Dann suche ich mal weiter und Laufwände ab. Das war jetzt nicht allzu spektakulär, aber still better than nothing, I guess. Da haben wir gerade einen Riesensamen bekommen. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich damit machen soll. Und jetzt machen wir das Gebiet hier nochmal gerade ganz fertig. Und dann gucken wir mal gerade, ob dieser Riesensamen eventuell für den anderen Riesen ist, den es ja noch gibt. Und ich muss mal den da irgendwie verbuddeln und dann wird der Riese wieder helfen oder so. Ach ja, sicher doch. Geil, die Viecher. Echt. Stirbt einfach beide. Das ist ein Tipp. Ach so. Tja. Was man natürlich versuchen könnte, ist Finstergeist voraus, übrigens Mumm wird benötigt. Könnte mal versuchen, sich hier menschlich zu machen. Nur noch 8 Stück davon. Mal gucken, Finstergeist ist ja in der Regel dieser Invader. Gucken, ob dann jetzt was kommt, wenn ich, invaded werde. An der Stelle, ja. Durch einen NPC oder irgendwie so. Hallo? Tja, vielleicht auch nicht. Na gut. Dann halt nicht. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Was steht denn überhaupt an dem Item dran? Können wir mal gerade gucken. Was ist denn das überhaupt? Ich habe so viel Schrott mittlerweile drin. Feinde reagieren auf Eindringlinge aus anderen Welten. Ach so, lol, das ist ein PvP-Gegenstand. Oh Gott, okay. Super geil. Na gut, dann suchen wir mal weiter. Viel fehlt nicht mehr in dem Gebiet hier. Ja.
Oh, wait, what? Das ist so unlogisch, wa? Also ich bin gerade gestorben, ja? Man sieht das ja eventuell daran, dass ich... Okay, man sieht es gerade nicht, aber dass ich wenig Seelen habe. Und jetzt werde ich in Bait. Oh, okay, Kittykit, du bist ein Held. Finstergeist, Kittykit, du bist gerade in den Abgrund gejumpt. Good job. Doch, wirklich. Also, ne? So müssten denn wir jetzt eigentlich überhaupt laufen? Ha, guck mal an. Wirklich ein Item, das wir noch gesehen haben. Ring der Lebenssicherung. Ach so, das war so nicht. Na, unspektakulär, aber trotzdem will es man ja mal gezeigt haben. Falls Leute auch auf der Suche sind, noch Zeug suchen. Was sie vielleicht übersehen haben. Könnten. Oh Mann! Oh mein Gott, jetzt wäre ich fast weitergelaufen. Yay, Geheimraum! Oh, Gegner. Lass mich jetzt mal in Frieden meinen Geheimraum suchen. Na, Mimik? Nein. Nice! Was gibt's denn hier? Schönes Feuerbomben. Mimik? Nein. Ja, wobei das ja eigentlich auch ist, auch noch ein bisschen früh fürs für Mimics. Großes Idanitscherbe. Ach man. Da findet man solche Geheimräume und dann denkt man, yay, jetzt hast du erstmal ausgesorgt für den Rest deines Lebens. Und dann hast du drei Feuerbomben und eine Wurst Idanitscherbe. Naja, haben oder nicht haben, sag ich dann nur. Dann suchen wir weiter. Wow. Es gibt... Was? Warum gibt es denn sowohl als auch in Geheimräumen? Ich dachte, das wäre nur... Oh mein Gott. Das heißt, es gibt auch Geheimräume, die man durch Schlagen herausfinden muss. Super. Klasse. Schöne Seele. Wie hat es denn einer geschafft, hier drin zu sterben, wenn man fragen darf? Nee, mal, das hier ist ja nicht mal eine Mimik. What the fuck? Ring des königlichen Soldaten. Gucken wir mal, was der kann. Ich habe aber jetzt hier den silbernen Schlangenring gerade mal angezogen, weil wenn ich sowieso schon die ganzen Gegner töte, dann kann ich auch Dingsy mitmachen. Jetzt erhöht maximale Belastung. Oh mein Gott. Ich meine, wie viel kann ich dann tragen? Wir können gerade 101 tragen. Also 111. Erhöht es um 10. Der Drachenring erhöht das anscheinend auch um 10, wenn sich da nichts ändert. Ja, okay. Merken wir uns mal. Ist aber ganz cool. Ja. Spaß, Spaß, Spaß. Was steht hier jetzt noch? Gut darüber nachdenken, Skelett. Wie bist du gestorben, Frank? Ja, der muss ja irgendwelche Gegner hier reingezogen haben, Mann. Das geht das ja gar nicht. Na gut, aber cool. Mehr Geheimräume heißt mehr Spaß für uns. Ja, und die sehen uns dann beim nächsten Geheimraum wieder. Den Typen haben wir auch noch nicht tot gemacht. Naja, gut, ist das schon mal hier. Sind wir auch schon hier, sonst. Ja, vielleicht gut gemacht. Ach ja. Wir sind halt schon ein bisschen stark für die Umgebung, ja. Das muss man einfach mal so sehen. Also manchmal frage ich mich wirklich, wo mein Kopf ist. Wie kann denn hier noch ein Item drin liegen, wenn man fragen darf? Zweimal Flammenschmetterling. Echt interessant. Oho! Endlich nochmal was. Mein Gott, wenn man hier so lange rumläuft. Ich hätte ja ganz ehrlich gedacht. Ach, was denn, Leute? Ich hätte ganz ehrlich gedacht, dass wir schon viel länger. Oder dass ich schon viel mehr Secrets gefunden habe, ne? Oder gefunden hätte. Das ist eine Truhe. Das war scheinbar Wand voraus.
Okay, der hat absolut recht gehabt. Da ist noch einer. Mimik? Kein Mimik, okay. Immer erstmal alles auf Mimics testen. Man weiß es ja nie. Das Spiel hat mich schon häufig genug beschissen einfach. Stille. Stille ist bestimmt ein Zauber und Zauber sind super langweilig. Ach so, guck an. So kommt man also zu den Dingen. Hab echt. Springen wäre auch. Wie gesagt, Springen habe ich ja mehrmals versucht, das ging nicht. So, wie wahrscheinlich ist das jetzt in dem Raum noch was ist? Ja, unwahrscheinlich. Wir gehen einfach trotzdem mal durch. Bei dem Endeffekt, ne? Oh! Cool. So viel dazu. Noch eine Truhe. Ja. Das war jetzt auch wieder ein Zielschild. Was ist denn ein Zielschild? Das ist ja das. Zielschild. Na, ah, keine Ahnung. So ein Parierschild, nein, ja. Naja. Ja. Ist jetzt nichts Grandioses. Noch eins. What the fuck geht denn hier ab? Hier nichts. Nichts, okay. Das ist einfach nur ein Raum. Hammer. Ach klar, jetzt sind hier auch überall Nachrichten, oder was? Die waren aber gerade eben noch nicht hier. Dann ist ja dementsprechend, jawohl. Hier ist auch noch eins. Gucken wir mal bewerten. Schaden könnte es ja nicht. Ja, es liegt noch ein Item. Eine rostige Münze. Okay. Okay. Ja, ist dann aber auch mal gut, wa? Mit den ganzen Secrets. Ich gehe ja nochmal durch. Weiß, aber bisher hat man in diesen Secret-Dingern noch nichts gefunden, was so wirklich elementar gewesen, also was ist elementar, aber was so wirklich interessant gewesen wäre. Wo man sich gesagt hat, war gut, dass ich hier lang gegangen bin und nochmal Secret nachgeschickt habe. Na, okay, ist nichts mehr. Also gut, der Zauber. Vielleicht. Was haben wir hier noch? Geschafft. Glaubt er, die Sonne ist es geschafft. So, Moment, vielleicht ist da unten noch was. Sicher, Mann. Das coole übrigens bei dem Secret-Suchen ist ja. Zwerg wird benötigt, ja. Das coole bei dem Secret-Suchen ist, dass da das Spiel wirklich logisch aufgebaut ist, ja. Und logisch meine ich jetzt in Form von das Spiel hat. Also wenn du mehr oder weniger an so einer Außenwand bist, dann ist da kein Geheimgang, weil ansonsten würdest du ja dann ins Nichts fallen einfach. Lol, noch ein Geheimgang. Nice, Summer. Ach, guck mal an. Das ist auch keine Mimik. Interessant. Also hier ist echt, hier ist mal ein gut was drüber. Rötliches Wasser war im Endeffekt ein Pott, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Ist hier noch irgendwas? No, Summer. Von daher, wo man weiß, dass überhaupt nichts sein kann, dann ist da auch nichts. Und das ist halt das Coole und das erleichtert das um einiges nochmal. Wäre das nicht so, dann könntest du dich teilweise echt zum Ständchen suchen, glaube ich. Na ja, gut, aber genug. Genug geredet. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Secret wieder. Secret oder wie auch immer. Wow, okay, also an der obvisten Stelle, wo ein Geheimgang sein könnte, ist auch einer. Das gefällt mir. Was ist denn hier? Nichts. Außer vielleicht noch ein Geheimgang. So, bitte. Ich glaube hier, achso, ja, okay. Ich meine, aber wenn das hier so ein Gang ist, dann gucken wir auch mal die andere Seite. Im Zweifel, ne? Ist da nämlich dann wieder was? Na, ist nichts. Okay. Oder jetzt sind wir wieder draußen. Oh, interessant. Das ist alles der Gang hier. Wo sind wir denn hier? Vorne ist auf jeden Fall schon mal ein Item. Dies nehmen wir mal mit. Festigender Knüschelring. Was ist denn ein festigender Knüschelring? Und dann verlangsamt den Verfall von außen.